Hi Metalhammer, wir sind Anchorage aus Wien. Ich bin der Chris, ich spiele Gitarre, singe in der Band, ich arbeite als klinischer Psychologe und mache gern zwischendurch Sport. Ich bin der Julian, ich singe die Hauptstimme ins Band. Als Beruf bin ich seit kurzem fertig mit meinem Studium und als Tontechniker. Ja, ich mag extrem viel ins Gym zu gehen, zu pumpen, auch zu rennen. Also ich mag echt viel gutes Essen zu kochen und Anime, Mangas zu lesen. Ich bin der Raffi. Ich spiele Gitarre in der Band. Wir mischen meistens immer zwischen Lied und Rhythmus, also wir haben das nicht wirklich getrennt. Es kommt nur auf den Song an. Ich arbeite als Videograf und Fotograf und fahre sonst gern Rad. Das war's auch schon. Ich bin der Dominik. Ich spiele Schlagzeug bei Anchorage. Bin in meiner Freizeit gern in der Natur unterwegs, entweder klettern oder wandern. Mache natürlich auch gerne Musik, was nicht verwunderlich ist, und arbeite noch als technischer Angestellter. Also kennengelernt haben wir uns tatsächlich übers Internet. Also ich bin zur Band gekommen, dadurch, dass ich damals ein Cover von Cheese, seiner vorigen Band, auf YouTube hochgeladen habe. Hat mich dann angeschrieben, weil er meinte, der kann Schlagzeug spielen, cool. Fragen wir den einmal, ob der bei uns spielen möchte. Irgendwie dann nach kurzer Zeit eigentlich schon die Frage, ob ich bei der Band dabei sein möchte. Ja, und ich bin es immer noch, also. wie lange noch? hat geklappt. Ich bin, glaube ich, wann, 2016, 2017? 2017 bin ich dazugekommen. Damals habe ich noch in so einer, wie soll ich sagen, so ein bisschen Emo, Melodic, Hardcore Band gespielt und habe irgendwie Bock mal auf was anderes gehabt und habe auf Bandsuche, ja genau, auf Bandsuche habe ich dann geschaut, habe dann eine Audience gemacht sozusagen und habe hab dann irgendwie in ein, zwei Tagen versucht, das ganze Set zu lernen und ja, ich habe mich da einfach hingesetzt, glaube ich, 8 Stunden und habe einfach, ja. Damals war ich noch richtig motiviert. Ich bin als Letzter gekommen in 2020, in der Pandemie, es war voll Pandemie damals. Habe ihnen ein paar Demos geschickt, hat es geklappt irgendwie und seitdem bin ich die Hauptstimme. Zum einen war es für mich immer schon ein Herzensprojekt, so eine Band zu starten in dem Stil, mit der Mucke, wie wir jetzt machen, und deswegen ist Anchorage für mich ein Ankerpunkt, was ja frei übersetzt ja auch so ist. Zusätzlich ist Anchorage eine Stadt in Alaska und das hat mich immer schon ein bisschen angesprochen, dieses Mischmasch aus wilder Natur und der Schönheit der Natur von Alaska und irgendwie so das Urbane, wo dann auch noch irgendwie so der unkontrollierbare Dschungel ist, und das hat einfach für mich super passt und ich glaube, das macht uns jetzt da aus. Und ja, eben mit 2020 ist ja der Julian dazugekommen, also irgendwie ist das jetzt gerade für uns so eine Art Neugeburt. Und jetzt mit dem Song eben Ties, den wir jetzt vor kurzem rausgebracht haben, sind wir super motiviert, Feedback war geil und dann wird es wahrscheinlich auch im Metalhammer irgendwo zu lesen geben, vielleicht, schauen wir mal. Ich glaube, es gibt nicht eine einzige Band, die uns im Ganzen beeinflusst. Sicher jeder von uns hat sein eigenes Geschmack und sein eigenes Lieblingsband. Zwischenmenschlich bei uns ist es sehr kontrastreich, wenn es um Musik geht. Wenn man jetzt zum Beispiel den Chris hernimmt, der eigentlich auf so ein bisschen, ich will nicht sagen Oldschool-Punk, aber halt irgendwie schon so ein bisschen raw, Hardcore steht. Oder halt das war zumindest das, womit es begonnen hat bei dir, oder? Ja, also bei mir war es Hardcore-Punk, so Hardcore-Punk vor den 2000er, das war so ein Comeback-Hit, man gibt es ja immer noch. Und dann war es irgendwie 2006, da habe ich das erste Mal Parkway Drive gesehen, in einem kleinen Club, mittlerweile ja schon ein Wacken-Headliner. Die waren definitiv damals für mich ein Grund oder eine große Inspiration und hat sich irgendwie den Weg bis heute mitbereitet. Warum ich das jetzt angeschnitten habe, ist halt, dass zum Beispiel jetzt im Vergleich zu mir, ich komme halt aus einer ganz anderen Schiene, also ich bin noch immer ein kleines Emo-Kind, tief in mir drinnen. Und ja, genau, also ich stehe halt auf sehr melodisches Zeug und sowas. Und ich glaub, unseren neuen Sound definiert das jetzt auch ein bisschen so eine Mischung aus diesen, ich will nicht sagen traditionellen, aber halt dieses, einfach dieses
roughe, hardcore, keine Ahnung, und so ein bisschen was Melodiöses. Genau, ja, irgendwie so einen Sweet Spot zu finden. Harte Nummer. Also ganz einfach gesagt, es ist Post-Hardcore, es ist Metalcore, man kann es nennen, wie man es möchte. Es ist hartes Zeug mit Punkrock-Vibes, aber nicht klassisch Punkrock. Es ist auch nicht voll der Metal, es ist ein Spagat irgendwie aus beiden Welten. Es ist energetisch, es ist melodiös, es ist ein bisschen Emo, es hat vor allem was. Also, ich weiß nicht. Jungs, was sagt ihr? Kann man das so sagen? Ja. Ja. Oder haben wir jetzt alle verwirrt? Nein. Okay. Ein gemischter Salat. Na gut, dann sagen wir danke, dass wir dabei haben sein dürfen und Bussi Papa aus Wien.